is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Warum sind so viele müßig? Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. In jedem Zeitalter haben Gläubige an der Aufgabe Anteil gehabt, die den ersten Jüngern übertragen wurde. Einem jeden, der die gute Nachricht angenommen hat, ist heilige Wahrheit übergeben worden, die er der Welt weitersagen soll. Alle, die zu Gottes treuem Volk gehören, sind zu allen Zeiten unternehmungsfreudige Missionare gewesen, die ihre Mittel zur Ehre seines Namens hingegeben haben und ihre Talente in seinem Dienst wohlüberlegt einsetzten. Die Glieder der Gemeinde Gottes sollten fleißig Gutes tun, mit weltlichem Ehrgeiz nichts zu tun haben und in den Fußspuren dessen gehen, der überall und immer Gutes tat. Mit Herzen voller Mitgefühl und Erbarmen sollen sie für die Menschen da sein, die Hilfe brauchen und den Sündern die Liebe des Erlösers nahebringen. Solch eine Aufgabe erfordert tüchtigen Einsatz, aber sie bringt reichen Lohn. Alle, die sich darin aus ehrlicher Motivation engagieren, werden erleben, dass Menschen für den Heiland gewonnen werden. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Die ganze Gemeinde ist verpflichtet, diese Einladung weiterzugeben. Jeder, der die Einladung gehört hat, soll die Botschaft wiederholen, sodass es vom Berg und Tal wie ein Echo erklingt. Komm! Hunderte, ja Tausende, die die gute Nachricht von der Erlösung gehört haben, trödeln noch am Markt herum, während sie doch längst auf irgendeinem Gebiet aktiv mitarbeiten könnten. Zu ihnen sagt Christus, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Und er fügt hinzu, geht ihr auch hin in den Weinberg? Woher kommt es, dass sie viel mehr auf diesen Ruf reagieren? Meinen sie, eine Entschuldigung zu haben, da sie ja nicht auf dem Podium stehen? Sie sollen wissen, dass außerhalb der Kanzel viel Arbeit zu tun ist, durch Tausende von engagierten Laiengliedern. Lange hat Gott darauf gewartet, dass der Geist des Dienens von der ganzen Gemeinde Besitz ergreifen würde, sodass jeder entsprechend seinen Fähigkeiten für ihn arbeitet. Wenn die Glieder der Gemeinde Gottes das tun, was auf den Arbeitsfeldern im In- und Ausland nötig ist, und den Missionsauftrag erfüllen, dann wird die ganze Welt bald gewarnt sein. Und der Herr Jesus wird mit Macht und großer Herrlichkeit auf die Erde zurückkehren. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. The Lord is coming.